Was ist denn los, Kleine? Was machst du hier so früh? Wirst du jetzt zu diesem gefährlichen Ort gehen? Woher weißt du denn das? Hab keine Angst. Du weißt doch, dass ich sehr stark bin. Was war das? Keine Sorge. Sie atmet. Hauptmann! Ich helfe Ihnen! Gleich! Verdammt! Sinnlos. Geht. Halten Sie den Mund! Geben Sie mir schon Ihre Hand! Das wird schon wieder! Los, Ihre Hand! Juri! Ich kann ihn nicht erreichen! Gibt's denn keine andere Möglichkeit? Juri! Das sind wir ihm schuldig. Auch wenn wir ihn selbst nicht begraben können. Er sagte, er konnte seine Familie nicht retten, weil er seinem Befehl gehorcht hat. Er hat auch gesagt, dass er großen Respekt vor deinem Vater hat. Jetzt hör schon auf damit! Du Ratte, wer bist du überhaupt? Was hast du hier zu suchen? Tut mir leid. Wirst du allein klarkommen? Wieso denn nicht? Ich habe nichts Besseres zu tun, außerdem stimmt die Kohle. Und ich bin sehr stark. Genau wie du. Du bist auch immer noch der gleiche Mistkerl. Der hat sie doch nicht alle. Ich habe doch gar nichts Schlimmes gemacht. Das verstehe ich nicht. Die beiden sind doch gleich groß, oder? Oh, jetzt übertreib mal nicht. Sowas habe ich ja noch niemals gesehen. Wir gehen jetzt zu deiner Mama. Du gehst voraus, Lambert. Na los! Verdammt! Es tut mir leid. Rapido. Na toll. Ist das etwa alles, was du drauf hast? Ich habe mal mit denen zusammengearbeitet und das hat doch richtig gut funktioniert. Aber dann haben sie mich rausgeschmissen, weil ich einfach alles 1:1 kopiert habe. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Oh yeah, baby. Baby, 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 oh yeah, oh baby, baby, oh yeah, yeah, yeah. Ich bin verrückt nach dir. Alles klar. Oh. Hey. Oh. Auf, Dornröschen. Ja? Wir proben jetzt. Oh. Dieses Mädchen da. Hä? Was laberst du da? Ach, natürlich, ich verstehe. Halt die Klappe. Dieses Ding mag für dich nur ein Fetzen Papier sein, aber für mich ist es ein sehr wichtiger Glücksbringer. Ich werde es aufhängen. Ich wünsche mir, dass ich es dieses Jahr schaffe, Profimusiker zu werden. Außerdem will ich endlich mein Mädchen abkriegen und einen Riesenhaufen Geld machen. Okay, fahren wir. Was? Schon? Es ist kalt. Löst denn der Sonnenaufgang überhaupt keine Gefühle in dir aus? Nö. In diesen Genuss komme ich jeden Tag bei der Arbeit. Das ist echt der Hammer. Musst du so rasen? Es geht los. Wir sollten diesen Schwung für unser Demo ausnutzen. Wir brauchen ein paar neue Texte. Oh, hast du etwa was Neues komponiert? Oh ja, richtig geiles Zeug. Nein, völlig ausgeschlossen. Das glaube ich nicht. Es gab heute Morgen eine Pressekonferenz. Das ist doch nicht zu fassen. Da liegt man mal ein paar Tage flach. In letzter Zeit passieren echt seltsame Dinge. Sie behaupten sogar, dass Katsuyori Takahashi ein Toupet trägt. Sag mal, das mit Ryo Suzuki, stimmt das? Scheinbar ist sie glücklich. Oh mein Gott, wieso? Sag, dass das nicht wahr ist. Es ist wahr. Oh, das war's. Mein Leben ist sinnlos. Brauchst du Morphium? Mann. Da haben wir es endlich. Es geht um Yoriko, oder? Oh. Ich bin T-Rex! Ich bin Triceratops! Ich bin Pterodactylus! Mit den neuen Bulbasuren, großes Abenteuer für echte Super-Champions! Das wird schon wieder. Du musst dich einfach entspannen. Wie dünn du bist. Nur Haut und Knochen. Und deine Schultern. Ich wollte nur sehen, wie es ihr geht. Komm mit! Wieso? Jetzt komm schon! Ich dachte, wir beide hätten uns getrennt. Hör zu! Du hast mit mir Schluss gemacht! Also lass mich in Ruhe! Yosuke. Habt ihr beide euch etwa gestritten? Das geht dich wohl gar nichts an. Naja, ist mir auch egal. Dann zuallererst solltest du dich entspannen. Oh, wofür war das denn? Ey, ich hab doch gar nichts gemacht, oder? Ist das da auf dem Boden etwa unsere scheißteure, hochempfindliche Technik? Ja. Oi, du Ärmste. Ich werde dich nie wieder alleine lassen. Yosuke! Äh?
Was ist dir wichtiger, die Technik oder ich? Die Technik? Mein Glückwunsch. Hm? Sie ist echt total klasse. Was soll dieser verdammte Scheiß? Auch wenn's in Strömen regnet, mein Herzschlag wird nicht ausgelöscht. Nichts und niemand hält mich jetzt noch ab. Forever and ever, you're the one in my heart. Forever and nothing will tear us apart. Solange wir zusammen gehen, werden wir alle Hürden überstehen. Forever. Geh nicht. Dazu hast du kein Recht. Ich weiß. Aber ich möchte, dass du bleibst. Hey, Ayu! Hä? Ach, du bist es. Überschlag dich bloß nicht vor Freude. Hast du mich denn nicht gesehen? Was? Ich war gerade in Gedanken. Hä? Was ist das? Das ist... Ökonomie. Hat Tatsuya dich endlich rumgekriegt? Nun ja, er hat ja viel zu tun. Ich bin schon fertig. Ich habe einfach das Buch kopiert. Hey! Okay, lass uns anfangen. Wir werden rausfinden, wer du wirklich bist. Okay, jetzt bist du mit allen Persokoms im Haus verbunden. Die Kabel sehen wie Schleifen aus. Wirklich hübsch. Schleifen? Ja, sie stehen dir sehr gut. Die Ports weisen zumindest keine Eigenarten auf. Ob dein Innenleben dich so besonders macht? Ist sie besonders? Es würde mich freuen, wenn es so wäre. Das geht jetzt schon über eine Stunde. Bis jetzt haben es all meine Persokoms nicht geschafft, die Sicherheitsbarriere zu durchbrechen. Aber das heißt noch gar nichts. Dieses Programm habe ich ganz allein für dich entwickelt. Es wird in dein Innerstes vordringen, auch wenn du dich dagegen wehrst. Irgendwann wirst du es zulassen. Unser Gegner ist kein normaler Server. Deshalb sind natürlich jede Menge Sicherheitsprogramme installiert. Im allerschlimmsten Fall könnte es einen Crash geben. Was für ein Tag. Ich habe so viel gefunden, dass ich gleich 5-mal fliegen musste. Ich glaube, ich bin die beste Elster, die es gibt. Zudem bin ich unheimlich attraktiv und unwiderstehlich. Und jetzt pass auf. Ein fast neuer Cocktailschirm. Der ist an den Ecken leicht aufgerissen, aber passend zu meiner Sonnenliege. Na, was sagst du? Hallo? Magst du nicht sehen, was ich alles Schönes gefunden habe? Ja, ich geb's zu, geklaut habe. Mon Dieu! Du ziehst doch nicht schon wieder deine Ich bin für immer versteinert Masche durch, oder? Ich weiß ganz genau, dass du mich irrst. Jetzt wach schon auf, du griesgrämiger alter Steinklotz. Ich bin sicher, dass dich das hier sehr interessieren wird. Bist du jetzt mal fertig mit Strecken? Mon Dieu, du bist aber manchmal wirklich ganz schön schwer von Begriff. Momo, ich zeig dir was. Nicht ganz. Die Menschen nennen das Sonnenfinsternis. Sind seit Tagen schon sehr aufgeregt deswegen. Also lass uns keine Zeit verschwenden. Auf zu die Osterinseln! Wo ich doch jetzt Prinz bin. Also, ich meine, ein richtiger Prinz. Ja? Verehrte Majestäten, ich würde gern die Hand. Also, um die Hand. Ich verstehe gar nichts. Was will er denn? Was für Hände? Servus, Pimpernel. Was riecht denn da so köstlich? Klar. Zwiebelsuppe! Verdammt nochmal! Ohne Zauberessenz bin ich eben doch nur ein Küchenwichtel. Ich kann mich nicht bewegen, Lucula. Sonst sack ich umso schneller ein. Los, Pimpernel, pack meine Füße. Ich zieh dich raus. Dein hochverehrtes Königspaar, erlaubt mir am Ehrentage von Prinzessin Lilalu, euch meine Zauberkünste vorzuführen. Oh, wunderbar! Eine mutige Assistentin wird nun vor euren Augen in diese Kiste steigen. Oh. Hexamo, Hexifaxi, Abracadingsbums und 1, 2, 3. Oh.